ganz wichtig, in der Warteschleife bleiben. Nicht abschrecken lassen, nicht auflegen, nochmal anrufen, sondern einfach einmal anrufen und in dieser Warteschleife bleiben, ganz wichtig. Wir wissen auch, das ist eine Ausnahmesituation für jeden, der einen Notruf wählt, aber möglichst versuchen, dass man ruhig bleibt. Genau. Das ist einfacher für einen Notruf annehmen, dass man die Informationen kriegt. Was für uns wichtig ist, die Örtlichkeit, das ist mal das A und O, weil dann wissen wir schon mal, wo wir jemanden hinschicken müssen. Man muss dann auch die ganzen Fragen vom Notruf annehmen, auch wenn es teilweise, wenn man zu einem vorkommt, dass es ein bisschen lang dauert, diese Fragen einfach beantworten, dass wir wissen, wie viele Verletzte, was passiert ist, dieses ganze Zeug. Ist für uns essentiell wichtig, dass wir wissen, wie viel Hilfeleister müssen wir schicken, ob wir Rettungskräfte brauchen und so weiter. Und erreichbar bleiben. Wenn der Notruf beendet ist, erreichbar bleiben, falls wir Rückfragen haben, falls die integrierte Leitstelle für Rettungsdienst dann eine Rückfrage hat, unbedingt erreichbar bleiben.